Hallo, wir haben auf unserer Seite mal wieder eine Überwachungskamera getestet. Und zwar die Insta IN 8003 Full HD. Den kompletten Testbericht findet ihr wie immer auf unserer Seite www.einbruchschutz-und-alarmanlagen.de. Dieses Video soll jetzt nur noch mal ein paar Bilder dazu liefern. Und zwar haben wir hier die Kamera mal ausgepackt, damit ihr seht, was im Lieferumfang dabei ist. Es wird natürlich auch ausführlich auf unserer Seite beschrieben. Und danach seht ihr einige Aufnahmen von der Kamera selbst, so dass ihr euch auch einen Eindruck von der Videoqualität der Kamera machen könnt. Ihr findet aber weitere Videos zur Kamera, auch über das Benutzerinterface und natürlich viele weitere Informationen in dem Testbericht. Schaut am besten mal auf die Seite, da findet ihr auch dann das Fazit und die Bewertung. So, das hier ist jetzt Werkzeug, um die Glasplatte vorne an dem Objektiv abnehmen zu können. Denn die Kamera hat ja ein Fix-Fokus-Objektiv, also kein Zoom-Objektiv, sondern ein Objektiv, das auf eine bestimmte Entfernung eingestellt wird. Die ist normalerweise voreingestellt, da braucht man eigentlich nichts verändern. Aber wenn man das optimieren will, kann man mit dem eben gezeigten Werkzeug die vordere Glasplatte abschrauben und kann einfach durch Drehen des Objektives den Fixpunkt praktisch verändern. Ihr seht, die Kamera hat keine LAN-Antenne, also keine WLAN-Antenne. Das liegt einfach daran, dass die Insta IN 8003 kein WLAN hat, sondern das ist eine reine Netzwerkkamera, die an LAN-Kabel angeschlossen wird. Die drei Stecker, die da vorhanden sind, oder drei Buchsen, eigentlich sind es nur zwei. Das eine ist die LAN-Buchse, das andere die 12-Volt-Stromversorgung und das dritte ist ein Reset-Schalter. Damit kann man eben die Reset-Taster, damit kann man eben die Kamera resetten. Die Kamera kann auch über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden, falls ihr das in eurem Hausnetzwerk so realisiert habt. Man kann die Kamera besteht hier aus einem Halter, der komplett aus Metall ist. Ihr seht ja, die sieht recht formschön aus. Ist in erster Linie so konzipiert, dass er eigentlich an der Decke montiert werden kann. Da macht sie sich also optisch wirklich sehr schön und ist auch sehr robust. Man kann sie auch an der Wand montieren, gibt der Hersteller auch in der Werbung an. Das funktioniert natürlich auch. Finde ich, sieht nur nicht ganz so optimal aus. Also sieht nicht mehr so schick aus wie eben an der Decke. Ihr seht, das kann man einfach auseinandernehmen. Dann kann man den Ring praktisch irgendwo an die Decke schrauben oder an die Wand und kann die Kamera eben wieder zusammenschrauben. Die Kamera besteht selber nur aus einer Kugel und ja, ist eben sehr kompakt und braucht halt eben keine Antenne. Das ist eben das Praktische, aber man braucht halt LAN-Kabel. In erster Linie wird sie dadurch natürlich für Firmen interessant, die eben noch auf LAN-Kabel setzen. Zu Hause im privaten Bereich nutzt man ja doch oft WLAN. Man muss aber sagen, LAN hat natürlich auch einen Vorteil, denn wenn man mehrere Kameras gleichzeitig aktiv hat oder beobachten möchte, dann wird natürlich durch das WLAN schon recht stark ausgebremst, wenn eben mehrere WLAN-Kameras parallel laufen. Und da ist natürlich ein LAN-Kabel viel, viel besser, denn per LAN-Kabel kann man natürlich weit mehr Daten übertragen als über WLAN. Von daher hat natürlich die Kamera in speziellen Bereichen immer noch ihre Berechtigung, auch wenn im privaten Bereich heute doch vorwiegend WLAN-Kameras eingesetzt werden dürften. Ich habe die Kamera dann damit wir sie einfach unter verschiedenen Lichtbedingungen testen können und natürlich nicht überall an die Decke schrauben wollen und überall Löcher bohren, wir haben die ja jetzt nur zum Test. Deswegen haben wir die Kamera hier an so ein Holzstück geschraubt und können das dann an verschiedenen Stellen einfach irgendwo anspannen mit einer Schraubzwinge und können das dann an verschiedenen Stellen testen. Ihr findet auf meiner Webseite auch diverse Testaufnahmen,
auch unter verschiedenen Lichtbedingungen am Tag, bei Zimmerlicht, bei Tageslicht, aber auch im Outdoor-Bereich und könnt also die Bilder dann miteinander vergleichen. Ich zeige hier nochmal, dass die Kamera auch aufgeschraubt werden kann. Muss man normalerweise nicht machen, denn im Lieferumfang ist schon eine Speicherkarte eingesetzt, eine 16 GB Speicherkarte. Man braucht die eigentlich nicht ersetzen, aber man könnte. Hier ist also so ein Speicherkartenslot und da können Speicherkarten bis zu 128 GB eingesetzt werden. Im Normalfall, wie gesagt, ist das nicht nötig, kann man die Kamera immer geschlossen lassen. Man braucht die nicht ausschrauben, also 16 GB reicht in der Praxis aus. Man kann die Kamera auch an eine Cloud binden und direkt in die Cloud speichern. Das wäre dann aber kostenpflichtig. Die Cloud ist nicht kostenlos. Die Speicherkarte, da ist ja das Speichern praktisch kostenlos. Deswegen werden die meisten wahrscheinlich die Speicherkarte bevorzugen. Hier seht ihr jetzt Testaufnahmen von der Kamera. Das ist ganz normales Tageslicht im Raum, der durchaus etwas dunkler ist. Aber das sieht doch wirklich gut aus. Also die Kamera liefert wirklich Full HD, da kann man nichts meckern. Auch bei Zimmerlicht sieht das Kamerabild noch ordentlich aus. Die Kamera ist jetzt hier ungefähr 20 cm unter der Decke montiert. Der Weitwinkelbereich wäre noch etwas größer, wenn sie jetzt eben noch 20 cm höher montiert wird. Aber man sieht, das ist schon ein sehr großer Weitwinkelbereich. Auch die Ausleuchtung im Innenraum ist durchaus gut, also seht ihr ja, und auch relativ gleichmäßig, kann man nicht meckern. Bei größerer Entfernung wird es allerdings dann kritisch, das sehen wir dann im Außenbereich. Also die Kamera ist doch vorwiegend so, ja, für den Innenbereich oder eben im Außenbereich, eben im Nahbereich. Sagen wir so, die ersten, weiß ich, 1 bis 8 Meter so in dem Schnitt. Bis 10 Meter kann man ganz gut ordentlich beobachten, aber danach wird es schon relativ dunkel, werden wir gleich sehen. Das ist jetzt ein normaler Tag, also ist relativ dunkel, ist ein bewölkter Tag. Aber auch da liefert die Kamera doch sehr schöne Aufnahmen. Die sind auch schön farbenprächtig und scharf. Die Schärfe könnte man natürlich hier sogar noch ein bisschen zurücknehmen. Die Schärfe, man kann ja viele Bildeinstellungen bei der Kamera einstellen und justieren. Das ist im dunklen Bereich. Da sieht man, dass die Kamera doch im weiten Bereich hinten bei der Terrasse doch nicht mehr so gut ausleuchtet. Da ist es doch schon sehr schwach. Das liegt natürlich jetzt auch daran, dass jetzt hier der Busch im Vordergrund ist und dann der Hintergrund nicht mehr sehr gut ausgeleuchtet wird. Hier ist es bei der Perspektive, sieht schon ein bisschen besser aus, aber auch da sieht man, dass hinten bei der Terrasse natürlich nicht mehr so stark ausgeleuchtet wird. Also man sieht hier sehr gut, dass die Kamera doch in erster Linie für den Nahbereich gedacht ist. Und das ist natürlich auch klar, es ist ein Weitwinkelobjektiv, das ist so und so nicht gedacht jetzt, um Einbrecher in 20 Meter Entfernung zu beobachten, sondern einfach, um jetzt in die nahe Umgebung zu kontrollieren. Das kann ein Hauseingang sein, das kann ein Carport sein, kann auch eine Terrasse sein. Die muss also wirklich unmittelbar in der Nähe des Objektes, was ihr beobachten wollt, positioniert werden. Ja, das soll es hier im Video gewesen sein. Alles weitere wie immer bei mir im Testbericht. So, bis demnächst mal wieder. Ciao!